Leute, also, erstmal, wir sind wieder hier, zurück bei Mexit. Und es ist immer noch, naja, es ist sogar schon 3 Uhr. Und ja, wir spielen weiter. Und wir waren beim, stimmt, wir waren ja hier drinnen. Und da habe ich so einen hessischen Turm gebaut. Oh, hab schon eine Hose. Wir werden das alles richtig schön sortieren. Das wird nachher alles richtig hübsch sein. Und jetzt erst werden wir uns jetzt die Kaktusrüstung machen. Ich meine, für was habe ich sonst die Kakteen geholt? Und es fehlen immer noch vier. Scheiße. Irgendwas wollte ich schon noch machen. Fuck, was war's nochmal? Ah ja, nee, Stein brauchte ich. Stein. Im Arsch. Sketchfab war das hier. Der droppt eigentlich diese Food Pelz. Aus denen kann man sich die Food Pelz Pelt Rüstung machen. Die ist relativ cool. Ich hab. Oh. Ich hab mal gesagt, dass ich alle Rüstung machen werde. Will. Versuche, also schaut zumindest, dass ich das angesprochen habe. Ja, ich brauche nämlich 3 Steine. Und so, jetzt muss das reichen. Ich muss die Trümmer von außen einen Hebel machen. An die Tür müssen noch ein Hebel sein, der die Wand wieder zurückdrückt. Muss ich mir merken, jetzt muss ich mir mal schnell ein Hebelchen craften. Ein Hebel. Fuck, wie nennt man mal einen Hebel? Also ja, ich hab's gerafft. Wahrscheinlich ist das ganze TNT her. Ah, das droppen die. Die führt mit Krams, Zeugs, Dings, Bums, ja. So, wir verbrennen jetzt mal das. Vielleicht können wir. Bude kann man Rauch verbrennen, oder? Weiß ich gerade noch nicht mal. Nein, natürlich nicht. Ich
Beides kann man verbrennen. Die Boote werf schon mal weg. Weil klar, die brauchen wir. Nee, sehr hässlich aus. Achso, ich habe geguckt, es gab auch ein neues Modpack auf dem Technic Launcher. Das heißt Crafting Dead hieß es, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und ich habe mir so gedacht, ja, vielleicht können wir das ja mal spielen. Und bla bla bla. Mann, und ich wusste gerade eben noch, was ich machen wollte. Ich habe kein Holz mehr. Doch. Also, wenn man jetzt ein paar Kistis. Dann kommen hier drüben Waffen rein, Rüstungen und ich weiß, ich habe da so ein Ordnungsdingsbums. Hier umgekehrt, da kommen Rüstungen rein, hier kommen Waffen rein. Das sind die Rüstungen, das ist die für Clothes Rüstung, von der ich geredet habe. Die wächst, glaube ich, aber auch da hinten, weil es da. Die wachsen im Dunkeln. Habe ich den Tor hier schon gemacht? Dö, weiß ich gerade gar nicht. Abgefuckte Scheiße ist das hier. Ja, geil. Ein bisschen ist so scheiße. Achso, ja, Chocobus. Gut, dass sich das wieder hinten gerade bemerkbar macht. Das ist richtig typisch, Simon. Wir werden welche Chocobo-Federn. Daraus kann man schon auch eine Rüstung machen. Und ich hab Hunger. Och scheiße, wir brauchen ein Weibchen. Das macht gar keinen Sinn, dass ich weiß, aber das droppt mir Essen und Federn. Und ich liebe Rüstungen. Mann, haben wir die los? Das sind alles nur Männchen. Das ist ja scheiße. Mann, ich weiß, wie viel ab. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ging ein Hebel so. Ne, mit Koppel. Oliver. Scheiße. Das ist wirklich immer so bei mir. Ich habe immer nur Chocobo-Männchen. Und wirklich nie Weibchen.
gerade Schlecks, aber nur ganz leicht, weil wir waren ganz schön aufgefallen. Und der Villager durfte hin wieder. Sehen wir mal, man zähmt die mit Güsal, also mit dem Zeug hier. Herzchen. Und jetzt wird er lieber betätigt. Scheiße. Ah, ich hätte einen Knopf. Och ne. Kack. Wesentlich sticky business. Och ne. Ich überhaupt so Slime Balls schon. Ich bin Genius. Ja, baue ich denn die weiter hinten an? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ich muss jetzt dringend noch etwas verschönern. Gar nicht, wo ich die Pisten ziehen tun soll. Dann ist euch ein übrig. Geil. Dann würde ich auch mal sagen, das war's dann wieder mal für heute. Ach nee, ich habe noch, glaube ich, 3 Minuten oder so. Egal. Jetzt ich auf die Einrüstung, aber schon mal die Kaktusrüstung. Also, in der kann man sich auch nicht verletzen. Bisschen doof gemacht, finde ich aber. Wer will meine Meinung schon wissen? Lederrüstung. Habe ich eigentlich alles außer dem Helm mal wieder. Schön hübsch. Jetzt ziehe ich mich gerade noch mal schnell in die Eisenrüstung. Brauche irgendwo noch ein bisschen Eis. Panzer dran. Protection. Na nee, Jane. Das ist ein bisschen scheiße. Waffen. Waffen, Waffen. Waffen war. Nee, das ist keine Waffe. Waffe. Noch mehr Waffen.
Ich will jetzt mal die leeren Backpacks alle anziehen. Detection kommt da drauf. Füllen wir noch ein Eisen. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, ich warte. Noch. Ah ja, stimmt, eine Kiste muss schon noch mit Baumaterial. Die Place Road ist natürlich auch normal zu wertvoll. Ich kann noch Gunpowder werfe ich weg. Also das ist hier jetzt ja nicht sonderlich wichtig. Ja, dann würde ich mal sagen. Achso ja, es kommt bald. Ich habe vor. Ich habe seit Anfang letzten Jahres das Spiel Bass Hunter. Also ja, Salz. Ein Kriegsspiel, da kannst du auswählen. Da gibt's halt jetzt die Royal Armor, also England. Da kann man halt empfehlen, bei den Amerikanern die Air Force, bei den Deutschen die Luftwaffe und dann gibt's auch die Panzer. Oh, wollte ich die Rüstung hinstellen? Ja. Mal wieder nicht aufgepasst. Egal, aber auf jeden Fall. Das lädt gerade im Hintergrund nochmal runter. Und jetzt habe ich schon auch vor, bald zu Let's Playen, weil ist eigentlich relativ cool. Wir werden ja alles ausprobieren, wahrscheinlich außer den Panzern. Im Multiplayer-Modus, weil Panzer kann ich nicht fahren. Das war's dann auch wieder von meiner Seite. Und ja, würde ich mal sagen. Danke fürs Zusehen. Ich glaube, ich habe jetzt alles Wichtige gesagt. Ja. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ich noch so machen soll. Also, außer halt Kisten sortieren. Ich kann ja mal gucken, es gibt hier so riesige Bäume, die sind ultra geil. Ob ich so einen finde, dann anpflanze und dann irgendwie in dem Baum drinne wohne. Oder, ob ich aus diesem Holz, ich glaube, der heißt. Ja, irgendwie so hieß er doch, oder? Egal. Ich schaue jetzt nochmal schnell wieder. Heißt. Wie ist der Baum nochmal? Auf Deutsch wüsste ich es Mammutbaum, aber das englische Wort weiß ich gerade nicht. Material sent you. Okay, scheiße, wie ist das nochmal? Nee. Ich glaube, ihr wisst zwar schon mal so ein. Da kann man dann auch so geheime Türen rausmachen aus dem Dings. Ja, hier die Mammutbaumsetzung und die. Das ist eine richtig coole Knochenmehl und
Ich glaube, Mammutbaumsetzling habe ich sogar dabei gehabt. Muss man irgendwie so einen komischen 9x9-Feld anpflanzen. Ich habe auch mal im Singleplayer-Modus ausprobiert. Aber leider war das dann doch nicht so. Ich glaube, da muss man 2 Stunden warten oder so, bis er gewachsen ist. Einmal, aber. Du verstehst nicht, sage ich jetzt, was ich gemeint habe. Ah, gibt's hier keine Falle? Oh. Ich wusste nicht, dass da schon so ein Baum steht. Das müsst ihr mir glauben. Es gibt diese Knochenmehl-Bags oder so. Fuck. Wie hießen die nochmal? Das sind so riesige Felder, damit kann man so dann Bone Meal Bag. Bone Meal Bag, was soll das? Egal. Ich glaube, ihr war schon mein. Würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.